take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es keine weitere Squad Building Challenge, die gibt es wahrscheinlich heute Abend wieder. In diesem Video soll es jetzt kurz darum gehen, wie man sich die Tokenspieler Nummer 10, Nummer 11 und Nummer 12, also drei weitere Tokenspieler, sich freischalten kann. Danach wird es noch zwei geben. Wie die dann freizuschalten sind, werdet ihr dann auf jeden Fall erfahren. Ich habe euch ja versprochen, in jedem Monat jeweils dann zu informieren, wenn Tokenspieler rauskommen, wie man sich die freischaltet und dann natürlich auch alle 14. Heißt, wir haben jetzt dann, wenn man die drei jetzt noch mit einberechnet, insgesamt schon 12 Tokenspielern. Zwei gibt es noch, 13 und 14, wie sich die quasi dann freischalten, werden wir sehen. Und ja, falls ihr die nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr wirklich keinen Tokenspieler und vor allen Dingen verpasst ihr keine weitere SBC in FIFA 19. Heute Abend geht es ja dann wahrscheinlich weiter mit den Future Stars SBCs. Ich bin da mal sehr gespannt und in dem Sinne würde ich sagen, legen wir los. Zerstört gerne den Like-Button, 100 Likes gebe ich ja wieder eigentlich als Ziel raus. Diesmal gebe ich wieder 200 raus, also zerstört den Like-Button. Der Support ist momentan mega bei euch und ja, wenn ihr die 2 Sekunden hättet, wäre das auf jeden Fall sehr, sehr nice. In dem Sinne würde ich sagen, legen wir los. Also, Tokenspieler und Tauschstilsspieler generell. Was kann man mit diesen machen? Falls ihr es noch nicht wisst, man kann die hier in diesen SBCs benutzen. Zum Beispiel steht hier, tausche einen im Januar erhaltenes Foot-Tauschobjekt gegen ein Premium-Silber-Pick. 12 Tage geht die ganze Promo noch für den Januar, danach kommt Februar, März halt für jeden Monat jeweils einmal diese Foot-Tauschdeals. So, und wenn ihr jetzt hier einen einsetzt fürs Silberspieler-Pack, bekommt ihr ein Untradable-Silberspieler-Pack. Das könnt ihr theoretisch mit allen 14 Token-Spielern machen, die ihr bekommt, aber man kann auch für 2 ein Elektro-Spieler-Pack holen, für 3 Lucas Perez, für Maxwell braucht man auch 3. Dann für Quincy Promise braucht man 6. Für ein seltenes Megapack, diese anderen Packs übrigens, die sind alle tradable. Heißt, das seltene Megapack ist tradable. Und hier das 100k-Set zum Beispiel. Ja, und das Elektrum-Spieler-Pack auf der anderen Seite, Elektrum-Spieler-Pack ist auch tradable. Dann gibt es noch als Spieler Dani Da Costa. Dann gibt es noch Lautaro Martinez und Moussa Dembélé. Auf was werdet ihr gehen? Lasst mich in den Kommentaren wissen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß tatsächlich noch nicht genau, auf was ich gehen werde. Ich habe letzte Woche diese eine Wochenaufgabe nicht gemacht, heißt, mir fehlt schon mal einer. Ich werde vielleicht auf 100k-Set gehen, Moussa Dembélé bin ich sowieso nicht so krass interessiert. Dani Da Costa jetzt auch nicht mehr, seitdem jetzt diese Future Star Promo draußen ist mit dem Hakimi zum Beispiel. Und da bin ich also mal sehr, sehr gespannt. In dem Sinne würde ich sagen, wie kann man sich die drei weiteren Tokenspieler freischalten? Ihr werdet es wahrscheinlich schon im Titel sehen. Und zwar geht das durch die Wochenaufgaben. Und da geht ihr hierfür auf diese Tagesaufgaben, dann nach rechts zu den Wochenaufgaben. Und da haben wir es einmal hier ganz unten. Tauschstilspieler, erster Tokenspieler, trifft in 10 separaten Online-Partien. 2-mal. Da haben wir jetzt schon 8 von 10 fertig. Dann Tauschstilspieler 2, trifft diese Woche in 17 separaten Partien. Da wird immer gefragt, was heißt separat? Leute, das heißt in einzelnen. Heißt, wir müssen in 17 einzelnen Partien teiltreffen. Heißt, ihr macht 17 Partien, trefft einmal, ihr müsst nicht gewinnen, ihr könnt verlieren, ihr könnt unentschieden spielen, ist komplett egal. Es müssen halt einfach 17 Partien sein. Tauschstilspieler 3 sieht dann so aus, trifft bei 4 separaten Rivals-Siegen mit Belgiern. Also da müsst ihr Siege einfahren und jeweils dann mit einem Belgier treffen. 4-mal insgesamt. Und Tauschstilspieler 1 trifft in 10 separaten Online-Partien 2-mal. Das bekommt er definitiv hin. Online-Partien heißt Einzelspieler bzw. Einzelpartie online. Aber halt auch For Champions zum Beispiel, ja. Oder Rivals, das ist komplett egal, Online-Partien halt einfach online absolvieren. Die drei Tokenspieler stehen an. Das wäre dann, wie gesagt, Tokenspieler Nummer 10, 11 und 12. Ja, und welche es schon draußen gab, habe ich euch jetzt mal hier in der Übersicht vorbereitet. Und zwar gehen wir mal dann hier in den Squad rein. Und da schauen wir mal wieder, wie am Ende jedes Infovideos zusammen drauf. Also, sagt Pekidis, habt ihr bekommen, ist ein Tokenspieler for free gewesen. Stacy war dann die erste SBC, die gab es ja auch auf dem Kanal. Dann wieder ein Infovideo zu den Wochenaufgaben. Da gab es in der ersten Wochenaufgabe Chavez, Oshazi und Jacob. Ja, und Leitch, den gab es in den Squad Battles. Also den konntet ihr da freischalten. Dann gab es Ural und Fukai in den Wochenaufgaben jetzt letzte Woche. Dashna war dann eine weitere SBC letzte Woche, haben wir auch abgeschlossen. Die gibt es also nicht mehr, den kann man nicht mehr bekommen, so genauso wie alle anderen auch nicht mehr. Und Marseillais ist auf jeden Fall einer,
der jetzt in den Wochenaufgaben drin ist, ist einer von diesen drei Token-Spielern. Falls ihr wisst, welche die anderen beiden sind, lasst euch mich oder die ganze Community gerne in den Kommentaren wissen. Das, wie gesagt, ist auf jeden Fall einer dieser Marcelier oder wie er ausgesprochen wird. Ja, und das ist einer von den drei Token-Spielern. Und dann kommen hier, wie gesagt, noch zwei drauf. Dann haben wir die 12 auch schon voll. Und ich habe es eben schon gesagt, wenn ihr die anderen beiden Token-Spieler nicht verpassen wollt, weil ihr vielleicht auf Dembele gehen wollt, dann lasst gerne, wie gesagt, ein Abo da, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine weitere SPC, aber vor allen Dingen keinen weiteren Token-Spieler. Lasst gerne einen Daumen hoch da, falls ihr die Info noch nicht wusstet. Und in dem Sinne würde ich sagen, ja, sehen wir uns dann hoffentlich morgen oder heute Abend wieder bei der nächsten SPC, beim nächsten Video oder beim nächsten Infovideo zu den Token-Spielern. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video, euer Flo von Archie Gaming und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!